You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der Resel. Hallo! Für uns das erste Mal hier in Kaschuren in der Silvretta Montafon. Wir sind jetzt seit 4 Uhr unterwegs aus Innsbruck. Wir sind jetzt gerade angekommen, wir haben jetzt 7:30 Uhr. Wir werden jetzt mal im Hotel einchecken. Wir sind hier im Sporthotel. Wir werden es euch auch ein bisschen heute zeigen und nehmen euch mit ins Skigebiet, wo wir heute einen Skigebietstest abdrehen, was aber in einem separaten Video kommt. Also jetzt erstmal auf wie zum Hotel, ready machen und dann gehen wir erstmal nice Skifahren. Viel Spaß mit dem Video. Eingecheckt und wir dürfen sogar noch frühstücken. Das ist sehr, sehr cool. Planen jetzt mal den Skigebietstest und ja, bisher alle super freundlich, sehr zuvorkommend. Also, erster guter Eindruck auf jeden Fall. Jetzt erstmal ein bisschen stärken und dann werden wir vielleicht das Skigebiet erkunden und gucken, ob es wirklich das sportlichste Skigebiet in den Alpen ist. Frühstück war richtig gut, hat richtig gut getan, viel Kaffee getrunken, weil wir haben nur 3-4 Stunden geschlafen. Ich war irgendwie ein bisschen aufgeregt. Und ja, jetzt fahren wir mal hier zum Versettler, oder gehen zum Versettler, fahren dann mit der Gondel auf und ja, dann werden wir das Skigebiet mal erkunden. Ich glaube, das wird ein richtig geiler Tag, ich freue mich riesig und ja, es ist immer spannend, neue Skigebiete zu erkunden. Also, ja, Theresa, bist du auch ready und freust dich? Ja, das Frühstück war der Hammer und jetzt gehen wir gut gestärkt in den Tag hinein. Ja, jetzt mal nur noch die Bindung umstellen und dann geht's wieder auf meinem Head Vollgas. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. So, das Wetter spielt mit, ist auch ein cooles Gebiet bisher, steile Pisten hatten wir jetzt schon und ja, unsere Erkundung geht jetzt weiter, wir werden jetzt mal richtig die Kante zum Glühen bringen und ja, es macht einfach mega Spaß. Erster Eindruck bisher, tipptopp. Okay, Esel, auf geht's. Packen wir. Like this.
You better grab that tambourine. Bring a bass, we might be weak. Wie fett war das denn? Boah! Ging's auf einmal ziemlich schnell. Boah! War der Arsch schon aus der Piste, oder? Fett, fett, fett. Oder Innenski? Nee. Ja, ich hab ein bisschen übertreten. Das war echt hart. Der Ski hat einen Schlag bekommen und dann. Aber cool. Ab und zu musst du einfach mal überreizen, um die Komfortzone mal zu verlassen. Puh. Sehr gut. Weiter geht's. Folgt, ihr verpasst was. Oh, es geht. Leute, cheers. Cheers. Skitag ist rum. Skigebietsdreh auch. Wir haben das Skigebiet sehr, sehr gut bewertet. Hat uns auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Von daher eine berechtigte Bewertung. Und jetzt werden wir das hier noch genießen und dann langsam Richtung Tal schwingen oder vielleicht auch Gondel fahren, je nachdem. Und dann geht's ab in den Spa-Bereichen. Da freue ich mich mega drauf, weil 4 Uhr aufgestanden und jetzt so viel Ski gefahren. Da sind wir gut kaputt, oder? Ja, das wird der Wahnsinn. Ja, nice. Und dann heute Abend noch gutes Essen, das haben wir uns verdient. So, wieder im Hotel angekommen, hier im Sporthotel Silvretta Montafon.
und wir konnten jetzt gerade unser sehr, sehr schönes Zimmer beziehen und das möchte ich dir nicht vorenthalten. Wäre ja sicherlich auch eine Option für dich, vor allen Dingen, wenn du etwas luxuriöser wohnen möchtest. Also, wechseln wir mal die Perspektive. So, also hier alles, ich glaube, das ist Zirbenholz. Also alles hier aus Zirbenholz, richtig schön rustikal. Dann kommen wir hier direkt ins Bad. Hier schön wieder das Silvretta Montafon Logo. Dann haben wir hier das Bad. Hier sehr schön Bademäntel, ganz wichtig. Hier eine Dusche. Der Lukas darf natürlich auch nicht fehlen. Hier noch einen schönen Spiegel. Und dann geht es hier weiter in den Wohnbereich. Hier mit Bett und Fernseher. Stuhl und Couch. Und was natürlich auch nicht fehlen darf bei einem so schönen Apartment, ist ein Balkon mit einer solch schönen Aussicht. Wahnsinn, oder? Ich bin begeistert. Erst einen Wahnsinns-Skitag gehabt und jetzt hier so ja, wohnen, das ist schon geil. Aber wenn das Abendessen annähernd so gut ist wie das Frühstück, dann wird das richtig gut. Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt mal den Spa-Bereich abchecken, weil der hat 1000 Quadratmeter. Da können wir uns, glaube ich, ordentlich austoben oder auch erholen. Okay. Ja, es war mega, mega entspannt, aber ich konnte nicht filmen, da waren so viele Leute. Da hätte ich zu krass in die Privatsphäre von denen eingegriffen, aber zum Abendessen kann ich euch wieder mitnehmen, von da ab. Hunger. Essen, ich freue mich drauf. Du dich auch, oder? Und wie? Ja, nicht selber kochen. Ganz schön krass hier. Ich werde mal die Einzelgänge mal so ein bisschen, werde die Einzelgänge mal zeigen. Ja, ihr habt gesehen, 5-Gänge-Menü, danach gab es noch eine Käseplatte für uns. War wirklich der Wahnsinn, wir konnten uns gut stärken, weil morgen steht wieder ein neuer Skitag an. Und klappt das mit dem Rückwärtsgehen? War auf jeden Fall ein krasser Tag, früh aufgestanden, 3:30, jetzt den ganzen Tag Ski gefahren, von ersten Lift bis letztem Lift sozusagen. Und dann kam das Spa-Bereich und dann das super Essen. Und ja, was will man mehr an einem Tag erleben, als das, was wir erlebt haben, von da ab. Sind wir sehr, sehr dankbar und ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Vielen Dank an die Resel, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben und dass ihr mir auch weiterhin hilft. Und jetzt wünschen wir dir noch einen extrem schönen Tag. Wenn dir das Hotel gefällt, check das auf jeden Fall mal aus. Das ist wirklich mal, wenn man mal mit der Freundin irgendwie mal ein paar Tage schön Urlaub machen will, wirklich ideal, würde ich genauso machen. Ja, schönen Tag noch, ciao.